Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Katrin Werner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Die Linke unterstützt das Anliegen des Antrags. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir die Rechte von Betroffenen stärken wollen, deren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte verletzt werden. Der vorliegende Antrag verweist insbesondere auf das Recht auf angemessene Unterbringung, das Recht auf Nahrung und das Recht auf Wasser. Die Unterzeichnung des Zusatzprotokolls ist für uns unstrittig und unverzichtbar. Aber in ihrem Antrag lobt die SPD ihre Regierungsbilanz in der internationalen Menschenrechtspolitik. Die Linke meint, zur nachträglichen Beschönigung von Rot-Grün und Schwarz-Rot besteht nicht der geringste Anlass. Auch in dieser Frage entdeckt die SPD erst reichlich spät und in der Opposition plötzlich Handlungsbedarf in Bereichen, die sie in ihrer eigenen Regierungszeit vernachlässigt hat. Denn ausgerechnet unter Rot-Grün wurden die finanziellen Zusagen in der Entwicklungszusammenarbeit nicht mal zur Hälfte erfüllt. Frau Wiczorek-Zoll hat als Bundesministerin das zugesagte Ziel von 0,7% des Bruttoinlandsprodukts weit verfehlt. Ich frage, stellt sich die SPD so etwa die aktive und konstruktive Rolle vor, von denen sie in ihrem Antrag spricht? Allerdings sieht es auch unter der jetzigen schwarz-gelben Bundesregierung kaum besser aus. Herr Niebel von der FDP wollte das Bundesministerium, das er nun als Minister führt, vor der Wahl sogar abschaffen. Das lässt Schlimmes befürchten. Das Protokoll liegt schon seit Dezember 2008 vor und die Bundesregierung hat nicht zu den Erstunterzeichnern gehört. Von einer Vorbildfunktion bei den Menschenrechten kann somit keine Rede sein. Dies gilt leider für die frühere und die jetzige Bundesregierung. Meine Damen und Herren, es lässt sich eine deutliche Kontinuität bei der Vernachlässigung der Menschenrechtspolitik feststellen. Das gilt auch insbesondere auch im eigenen Land. Seit Hartz IV sind 2,5 Millionen Kinder von Armut betroffen. Von Sassnitz bis München müssen immer mehr arme und wohnungslose Menschen Suppenküchen aufsuchen, um wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag zu bekommen. Und immer mehr Menschen müssen zu den Tafeln gehen, um sich mit Grundnahrungsmitteln wie Milch, Mehl und Gemüse zu versorgen. Die Linke sagt, alle Menschen haben das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard. Dem werden wir nicht einmal im eigenen Land gerecht und in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auch nicht. Dies muss sich endlich ändern. Die Linke unterstützt ein Individualbeschwerdeverfahren zum UN-Sozialpakt, aber im Unterschied zur SPD sehen wir keinen Grund zum Selbstlob der Regierung. Weder unter Rot-Grün noch unter Schwarz-Gelb wurden die Menschenrechte der erforderliche Stellenwert eingeräumt. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober für die FDP-Fraktion.